Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der BVB Vorzocker. Die Champions League haken wir ab. Wir schauen aufs nächste Bundesliga-Wochenende und da geht's für den BVB gegen den VfL Wolfsburg. Und ich spiele heute gegen Mao mal wieder. Richtig. Ich spiele heute mit Wolfsburg, du mit Dortmund. Ja, hast du das Bessere los, glaube ich, aktuell. Der VfL Wolfsburg empfängt am Samstag Borussia Dortmund. Und ich habe mal so ein 3-4-3 aufgestellt. Mit dem Ex-Dortmunder Philipp vorne auf dem Flügel. Mal gucken, ob er gegen seinen Ex-Verein spielen darf, treffen wird. Wir werden es sehen. In der Mitte halt Schimmer, Weghorst, dafür kein Weg dran vorbei. Wie stellst du die Dortmunder auf, Pino? Ich bin gespannt. Ja, auf der linken Außenverteidigerposition habe ich wieder Nico Schulz reingeworfen. Rafael Guerreiro ist ja noch sehr, sehr fraglich für Samstag aufgrund seiner Verletzung. Beziehungsweise er hat ja nochmal über Muskelprobleme geklagt vor dem Champions-League-Spiel. Und ich fange mal mit Youssoufa Moukoko an. Wir können ihn endlich spielen bei FIFA. Er ist spielbar, er ist im Spiel integriert und bei mir auch gleich mal in der Startelf. Was hat er für Werte? Hast du die schon gecheckt? Nee, leider. Dann gucken wir mal gleich, weil was du so mit ihm anstellst. Nochmal zur Klärung. Du wieder heute mit Dortmund unterwegs, ich mit Wolfsburg, du mit Mucki, ich mit Ex-Dortmunder Philipp. Genau, in Schwarz heute mal. Ich in Grün. Das war ja zu erwarten bei den Wölfen. Aber nochmal zu Youssoufa Moukoko, ist natürlich noch nicht ganz sicher, ob er spielen wird, hat eine Augenentzündung. Da leidet er ja schon ein wenig länger dran, musste deswegen die Länderspielreise der U21 beenden. Und dann gab es ein Medikament, mit dem er behandelt wurde, was dann wohl nicht auf der Dopingliste freigegeben war. Das war dann der Grund, weswegen er gegen den VfL Stuttgart gefehlt hat. Aber auch das Auge ist wohl noch nicht ganz fit, deswegen dann nicht in Lissabon dabei gewesen. Und dann wollen wir hoffen, dass er am Samstag wieder spielt. Mucki auf den schnellen Malen. Zögert dazu lang. Oh, da hatte ich jetzt auch ganz kurz Angst, dass du einen Elfmeter bekommst, weil ich da so reingerauscht bin. Ja. Nur mal schauen. Aber, ja. Ich würde mal hier sagen, was ist hier? Robust. VAR. Den gibt es bei uns zum Glück nicht. Der macht den Fußball kaputt, der würde unsere Vorzocker kaputt machen. Zum Glück bist du also nach wie vor kein Fan. Ich bin kein Fan, auch wenn er ihn gerechter macht und ich bin dann doch lieber dafür, dass es mal ungerechter ist und für so eine, diese klassische ausgleichende Gerechtigkeit, ne? Dann kriegst du halt mal ein Tor, wo einer knapp im Abseits stand. Dafür hast du vielleicht beim anderen mal mehr Glück oder so. Und ist auch immer schön, wenn du am nächsten Tag dann irgendwie noch darüber reden kannst mit deinen Freunden und so weiter und auf der Arbeit und so. Das wird mir alles zu clean und dann ewig dieses Überprüfe und so, das dauert mir zu lange. Nee, ich mag's nicht. Kann ich jetzt einfach so, also, ne? Ja, aber so, das hat man jetzt gemerkt in dem dreiminütigen Monolog. Ach, das wäre das 1-0. Marco Reus, schlampig! Ja, erzähl erstmal von deinen Rückkehrern, dann komme ich gleich zu diesem Torwart, der hier drin steht und der Glanzparade gerade hingelegt hat. Mahmoud Dahoud, in der Champions League schon eingewechselt worden. Ich habe ihn jetzt mal von Anfang an gebracht. Ich denke, der wird dem Spiel noch etwas mehr Struktur geben, ist ja offensiver veranlagt als doch ein Axel Witsel. Und wie man sieht, hier technisch enorm gut. Und du hast da einen Teufelskerl hinten drin. Güte. Weißt du was? Perwan, Ersatzkeeper der Wölfe, konnte sich bislang noch nicht so auszeichnen. Jetzt bekommt er mal die Chance, weil nämlich Stammkeeper Castells sich mit Covid-19 infiziert hat. So wie auch sein Nationalmannschaftskollege, BVB-Profi Thorgan Hazard. Das stimmt. Ja. An dieser Stelle gute Besserung, ne? Nicht zu spaßen damit. Und nochmal der Appell, Leute, Hazard war es, aber wer es noch nicht ist, lasst euch impfen. Rein in den Arm damit. Sollten wir nämlich keine hohe Impfquote hinkriegen, dann wird es so weitergehen wie jetzt auch in Wolfsburg. Da wurden kurzfristig 50% der Karten storniert. Das heißt, nur 15.000 am Samstag beim Spiel dabei. Und wir wollen nichts lieber als ein volles Haus. Als ein volles Haus, damit man das 1-0 des VfL Wolfsburg bejubeln kann. Hey, was? Laut Weghorst. Weghorst. Wer auch sonst? Ja, da wo wir gerade beim Thema Impfen waren, da passt das jetzt natürlich. Wir wollen es nicht wieder aufmachen. Nun gut, Weghorst, bislang übrigens im echten Leben, auf der Konsole jetzt nicht mehr, aber im echten Leben noch ohne Treffer gegen den BVB. Also der mag den BVB überhaupt nicht. Sonst ist er ein ganz guter Knipser, auch wuchtig vorne drin, ne? Großer Typ, breit. Ja, der hat die Saison schon gut getroffen. Ja. Also Moukoko ist extrem schnell in diesem Spiel, muss man sagen, für alle, ja, auch so, ne? Die noch nicht mit ihm gespielt haben. Macht Spaß mit ihm.
Ach, jetzt machen wir solche Tricks. Und drücken auf Pause. Ich hab mich tatsächlich beim entscheidenden Angriff. Als Fairplay gebe ich ihn zurück. Oh Gott, das ist ja peinlich. Meine Güte. Peinlich ist das. Das ist eigentlich wirklich von vielen erwartet, aber nicht von dir, Mann. Ja, das ist abseits. Ich habe einen dicken Daumen, es tut mir leid. Ja. So, jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Wir laufen auf die Halbzeit zu. Ein letzter Konter noch der Wölfe hier. Das war's. 1-0 Wolfsburg zur Halbzeit. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit läuft. Jetzt läuft sie. Und es läuft nicht gut für Borussia Dortmund stand jetzt. Nee. Also, das muss man sagen. Du bist völlig von der Rolle hier heute an der Konsole. Ich bin gedanklich immer noch bei diesem Champions-League-Auftritt. Das macht mich fertig. Sportdirektor Michael Zorc hat ja heute auch nochmal eine Reaktion eingefordert von der Mannschaft. Hat sie in die Pflicht genommen. Zum wievielten Mal, das ist eine gute Frage. Aber jetzt hat man natürlich auch eigentlich die Möglichkeit, ne, gegen Wolfsburg und dann danach die Woche gegen Bayern, das wieder gerade zu rücken, was man da am Mittwoch verbockt hat. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich hoffe, sie spielen einen Ticken besser als ich hier heute. Dann ist aber auch hier... Ui! Ich bin aber auch noch relativ entspannt, weil Borussia Dortmund eigentlich in meiner zweiten Halbzeit knipst. 19 der 30 Saisontore schon in Hälfte 2 erzielt. Von daher, hinten raus mache ich schon noch einen Treffer. Auch die Wolfsburger immer so in der ersten Halbzeit, glaube ich, recht faul unterwegs, ne, was Tore schießen angeht. Ich glaube, die tun sich da beide nicht so viel. Wolfsburg hat übrigens 2015 einen der größten Triumphe gefeiert gegen den BVB. Damals den DFB-Pokal geholt. Und damals dabei für den BVB noch Hummels und Reus. Und bei Wolfsburg Arnold und einer wurde eingewechselt in der 81. Minute. Nämlich wer, weißt du es? Klär mich auf. André Schürrle, ja. Ja, der hat ja auch in Dortmund richtig gezündet. Oh Gott, sind die da offen. Das gibt's doch nicht. Manuel Akanji, der einzige in Normalform. Ja, seit Tagen. Seit Wochen. Seit Wochen. Seit, nicht nur seit Tagen, Tagen, seit Monaten. Wahnsinns, der Typ. Fällt mir richtig gut. Jetzt muss ich in der Regie wieder runtergeregelt werden, weil ich so schreie. Ja, das war bei der letzten Folge auch schon so. Du bist ein sehr emotionaler FIFA-Spieler. Vor allem Regie, als wenn die 8 Leute da dran beteiligt wären. Das wäre meine erste Niederlage. Jetzt stehe ich unter Druck. Wäre Fahrradkette. Hat das nicht mal... Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, ne? Ui, kannst schießen lassen. Marius Wolf kannst du immer bringen in den letzten Minuten. Ist ja auch wieder fit. Ja. Also für 90 Minuten wird es noch nicht reichen, aber für einen Kurzeinsatz könnte es klappen. Fahren. Schön nochmal nach außen gelegt. Ist das Wolf? Oder wo hast du ihn hingestellt? Nein, hinten rechts. Rechts. Nein! Oh, nein! Muki! Einen musst du doch auch mal knipsen da vorne. So, jetzt nochmal Konter hier. Marschieren, Männer! Nein, das ist alles so verspielt. Nein! Ich glaube, du hebst das Abseits auf da hinten. Das war's. So lässig. Das war's. Abpfiff. 1-0. Nach dem Ausscheiden in der Champions League direkt eine Niederlage der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Was meinst du, Mao? Geht's wirklich so schlecht weiter für Borussia? Nein. Nein? Nein, nein. In Wolfsburg holen sie mindestens einen Punkt, aber keine Niederlage. Die haben natürlich, in Wolfsburg hat der BVB den Vorteil, dass sie nicht von Diana Konsole gesteuert werden, sondern es selbst in der Hand haben. Und ich glaube, da ist durchaus mehr drin, weil auch die Wolfsburger sind im Moment nicht so drauf, dass man sagen kann, da holst du nichts. Ich bin nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Und wir lagen bislang immer recht gut. Wollen wir schauen. Warten wir es mal ab. Bis dahin folgt natürlich den BVB-Vorzockern weiterhin auf YouTube. Schaut auf rn.de/BVB vorbei. Da gibt es alles rund um Borussia Dortmund. Und dann natürlich am Samstag unsere große Live-Show zum Bundesligaspiel gegen den VfL. Da werden auch wir beide zu sehen sein, nehme ich an, oder? Ich denke schon.